Wir haben einen klaren Bildungsauftrag als Hans-Seidel-Stiftung. Wir fühlen uns selber verpflichtet dem Frieden, der Entwicklung und der Demokratie. Und wir wollen natürlich auch jungen Menschen das Rüstzeug mitgeben, dass sie in der Lage sind, in Gesellschaft auch Verantwortung zu übernehmen. Ich will das schon mal ein bisschen deutlich sagen. Unsere gerade studentische Ausbildung ist doch sehr auf das Fachliche bezogen. Aber Bildung heißt eigentlich, breit ausgebildet zu sein. Und das versuchen wir als politische Stiftung, jungen Menschen als Rüstzeug fürs Leben mitzugeben. Begabtenförderung besteht aus zwei Teilen. Das ist zum einen die finanzielle Förderung durch ein Stipendium und das andere ist eben die ideelle Förderung durch die Möglichkeit, eben ein Seminarprogramm zu besuchen, aber auch Teil eines Netzwerkes zu werden. Jetzt schon, das heißt also als aktiver Stipendiat oder Stipendiatin, aber auch lebenslang dann im Netzwerk der Altstipendiaten. Natürlich lohnt es sich für die Gesellschaft. Wir brauchen ja Leistungsträger, die in der Lage sind, Verantwortung für andere mit zu übernehmen. Und deswegen gibt es auch in dem 40-jährigen Bestehen der Förderung und 30 Jahre Club Altstipendiaten natürlich herausragende Persönlichkeiten, die durch die Förderung der Hans-Seidel-Stiftung gegangen sind. Ich will jetzt aber keine Namen nennen, sonst hat man irgendeinen genannten anderen vergessen. Musik